Saudi-Arabien ist bekannt für sein raues Klima mit wenig Niederschlag und überwiegend Wüsten- und Trockengebieten. Doch in diesen Wüstengebieten findet derzeit ein schockierendes Phänomen statt. Überraschenderweise verwandelt sich die Wüste rasch in fruchtbares Ackerland, was selbst Wissenschaftler schockiert. Was geschieht also in der Wüste? Sehen Sie sich das Video an, um es herauszufinden. Saudi-Arabien ist mit einer Fläche von 2,14 Millionen Quadratkilometern fast so groß wie Westeuropa und damit das 14. größte Land der Welt. Bevor man sich mit den Gründen für Saudi-Arabiens zunehmend wunderbares Ackerland befasst, sollte man verstehen, wie trocken das Land ursprünglich war. Lange Zeit haben wir Saudi-Arabien mit sengender Hitze, Dürre und Wüsten in Verbindung gebracht, und das war auch so. Mit 6.500.000 Quadratkilometern ist die arabische Wüste, einschließlich des Rub, Al-Khali, leere Viertels, eine der größten Sandwüsten der Welt. Außerdem gibt es in Saudi-Arabien keinen einzigen Fluss. Wir haben bereits erwähnt, dass Saudi-Arabien ein Land mit sehr wenig Niederschlag ist. Lassen Sie uns nun genauer werden. Historisch gesehen hat das Land nie mehr als 150 mm Niederschlag pro Jahr erhalten. Infolgedessen ist ein Großteil Saudi-Arabiens weitgehend trocken geblieben und nur ein kleiner Teil der südwestlichen Region ist für den Anbau geeignet. Noch in den 1960er Jahren verfügte das Land über gerade einmal 400 Quadratkilometer fruchtbares Land, was gerade einmal 0,5% der gesamten Landesfläche entspricht. An dieser Stelle könnte man sich fragen, wie die Bürger in Bezug auf landwirtschaftliche Produkte überleben konnten. Die Antwort liegt auf der Hand. Bevor das Land einen Durchbruch bei der Vergrößerung der landwirtschaftlichen Nutzfläche erlebte, lebten die Bürger hauptsächlich davon, dass sie kleine Parzellen mit einheimischen Feldfrüchten bebauten. Im Gegenzug wurden alle anderen notwendigen Lebensmittel, die nicht angebaut werden konnten, importiert. Damals wurden nur wenige Feldfrüchte angebaut, wie Datteln und Gemüse. Aber für ein so großes Land reichten diese Lebensmittel natürlich nicht aus. Öl ist eine Schlüsselkomponente für die enorme Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien verfügt über die größten Ölreserven der Welt. Im März 1934 wurde in einem Ölfeld in 1440 Metern Tiefe eine beträchtliche Menge an Erdöl entdeckt. Damit verfügte das Land bald über etwa 17% der weltweit nachgewiesenen Ölreserven. Man schätzte, dass diese Reserven etwa 75 Millionen Barrel Öl enthielten. Die saudi-arabische Regierung beschloss, aus dem Reichtum ihrer Ölvorkommen mehr zu machen, und so begann das Wunder der raschen Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Heute kann Saudi-Arabien als eines der 7 modernen Weltwunder bezeichnet werden. Denn was früher ein Zentrum für Lebensmittelimporte war, ist heute ein Zentrum für den Export von Weizen, Datteln, Milchprodukten, Eiern, Fisch, Geflügel, Obst, Gemüse und sogar Blumen. Wie konnte also ein Land, das fast ausschließlich aus Wüste besteht, von Lebensmittelimporten zu Lebensmittelexperten übergehen? Welche Schritte unternehmen die Saudis, von denen wir nichts wissen? Die rasche Verwandlung der saudi-arabischen Wüste in fruchtbares Ackerland erscheint geradezu als Wunder. Während einige der Gründe für dieses erstaunliche Phänomen auf schieres Glück zurückzuführen sind, ist ein Großteil davon das Produkt der Planung und der Maßnahmen der saudi-arabischen Regierung. Aber was genau hat sie getan? Sie begannen damit, erhebliche technische Investitionen zu tätigen. Technologische Ausrüstung war erforderlich, um alles zu liefern, was für die Umwandlung von Wüstenland in produktives Agrarland benötigt wird. Infolgedessen wurde der saudi-arabische Agrarsektor dank umfangreicher Investitionen in Initiativen zur Förderung der neuesten landwirtschaftlichen Technologien und der ländlichen Infrastruktur revolutioniert. Obwohl Saudi-Arabien ein Land ist, das in hohem Maße vom Erdöl profitiert, hat die Regierung nicht tatenlos zugesehen. Stattdessen nutzte sie die Ressourcen des Landes, um günstige Bedingungen für die Bevölkerung zu schaffen. Die Regierung richtete zunächst Molkerei und Geflügelbetriebe ein. Bis 1985 hatte das Land den Punkt erreicht, an dem es sich bei Milch, Eiern und Fleisch selbst versorgen konnte. Es wurde nicht nur die Selbstversorgung erreicht, sondern auch eine erhebliche Steigerung der Agrarexporte. In dieser Zeit wurde eine riesige Menge an Milch produziert, wobei jede Kuh etwa 800 Gallonen Milch pro Jahr produzierte. Auch die Fischzucht wurde ausgebaut,
sowohl an Land als auch vor der Küste, und das Land profitierte stark von der Garnelenproduktion. Infolgedessen wurde Saudi-Arabien zu einem der wichtigsten Exporteure von Garnelen in Länder wie Japan und die Vereinigten Staaten. Darüber hinaus gelang Saudi-Arabien dank der Bemühungen der Regierung ein schneller Übergang vom Weizenimport zum Weizenexport. Der Bau von Weizensilos im Jahr 1978 führte dazu, dass das Land bis 1984 über genügend Weizen verfügte. Gegenwärtig werden in großen Getreideanbaugebieten wie Park Hill etwa 3,6 Tonnen Weizen pro Acre produziert. Andere Getreidesorten wie Hirse und Gerste werden ebenfalls angebaut. Die Getreideproduktion erreichte jedoch bald ein solches Ausmaß, dass sie eingeschränkt werden musste, um die Wasserressourcen zu schonen. Mit der Verbesserung der Landwirtschaft und der Transporttechniken wurde auch die Produktion von Grundnahrungsmitteln wie Obst und Gemüse gesteigert. Lebensmittel wie Tomaten, Wassermelonen, Trauben, Zitrusfrüchte, Zwiebeln und Kürbisse wurden in der Region weithin bekannt und spielten eine wichtige Rolle beim Export. Für die saudische Bevölkerung bedeutete das Wachstum der Landwirtschaft eine größere Auswahl an regionalen Lebensmitteln. Zu diesen Nahrungsmitteln gehörten auch Datteln, von denen jährlich etwa 500.000 Tonnen produziert werden. Um die Armut und die Nahrungsmittelknappheit in der Welt zu bekämpfen, wurden in vielen Fabriken des Landes bald Tausende von Tonnen Datteln produziert. Was die internationale Hilfe anbelangt, so ist das Land inzwischen der zweitgrößte Geber von Nahrungsmittelhilfe für die Vereinten Nationen und hat damit andere Länder überholt. Ein weiterer Faktor, der zur raschen Verbesserung der landwirtschaftlichen Situation des Landes beitrug, war der Wunsch der Regierung, den Landwirten der Region zu helfen. Dies geschah unter anderem durch zinslose Darlehen und technische Hilfe. Die Landwirte hatten Zugang zu billigem Treibstoff, Strom und Wasser sowie zu zollfreiem Zugang zu landwirtschaftlichen Geräten und Materialien. Die Regierung bot auch Investoren attraktive Vorteile, indem sie ausländische Partner für bis zu 10 Jahre von der Steuer befreite. Die im April 2000 erlassenen Investitionsgesetze boten zusätzliche Anreize. All dies wäre nicht möglich gewesen ohne die Bemühungen des saudischen Landwirtschaftsministeriums, das Maßnahmen zur Unterstützung der örtlichen Landwirte ergriff. Auch die Saudi-Arabische Landwirtschaftsbank, SAB, begann, zinslose Darlehen und Subventionen anzubieten, um den Landwirten zu helfen, die bestmöglichen Erträge zu erzielen. Im Jahr 1972 wurden Organisationen für Getreidesilos und Mühlen gegründet, die für den Kauf und die Lagerung von Weizen, den Aufbau von Mühlen und die Herstellung von Tierfutter verantwortlich waren. Modernisierte Straßen wurden gebaut, um die landwirtschaftlichen Gebiete mit den Importmärkten zu verbinden. Außerdem unterstützte die Regierung kapitalintensive Programme, die Landwirten mit hohem Kapitalbedarf zugute kamen und die wirtschaftliche Diversifizierung förderten. Die von der Regierung finanzierten Forschungsinitiativen zielten darauf ab, frische Nahrungspflanzen zu entwickeln, die Ernteerträge zu steigern und neue Ansätze zur Schädlingsbekämpfung zu entdecken. Lokale Landwirte und Wissenschaftler arbeiteten auch in landwirtschaftlichen Forschungseinrichtungen zusammen, die sich an verschiedenen Hochschulen im ganzen Land befinden. Da Wasser ein wesentlicher Bestandteil der Landwirtschaft ist, hing der Erfolg Saudi-Arabiens in diesem Bereich sowohl vom Glück als auch von Einfallsreichtum ab. Das Wasserproblem wurde folgendermaßen angegangen: Zunächst wurden die Grundwasserleiter genutzt. Überraschenderweise ist Saudi-Arabien nicht so trocken, wie man annehmen könnte. In den vielversprechendsten städtischen und landwirtschaftlichen Gebieten wurden tiefe Brunnen gebohrt, die eine historische Wasserquelle erschlossen, von der Saudi-Arabien heute dringend abhängig ist. In ihrem Streben nach grünerem Land sind die Saudis heute in hohem Maße auf Grundwasserleiter als eine ihrer Hauptwasserquellen angewiesen. Aufgrund des Reichtums der Regierung in den Küstengebieten, die sich vom Persischen Golf bis zum Roten Meer erstrecken, wurden außerdem rasch Entsalzungsanlagen in Betrieb genommen. Durch diesen Prozess wurde Meerwasser schnell in Trinkwasser umgewandelt, das für den Gebrauch in Haushalten und Unternehmen geeignet ist. Darüber hinaus produzierten über 27 Entsalzungsanlagen, die von der Saline Water Conversion Corporation betrieben wurden, täglich mehr als 3 Millionen Kubikmeter Trinkwasser. Das Land hat auch Fortschritte bei dem gemacht, was jetzt als elektrisch regeneriertes Wasser bekannt ist, um das Wasserproblem zu lösen. Die Wiederverwendung von Wasser in den Haushalten wurde ebenfalls in diesen Prozess integriert. So wurden in der Hauptstadt und den großen Industriezentren Wasserrecyclinganlagen errichtet, um die Wiederverwendung von Wasser zu erleichtern. Heutzutage wird recyceltes Wasser hauptsächlich für die Bewässerung landwirtschaftlicher Felder verwendet.
All diese Bemühungen haben die Landwirtschaft unterstützt und die schnelle Verfügbarkeit von Wasser für landwirtschaftliche Zwecke sichergestellt.